Und ein herzliches Willkommen schon wieder zurück hier bei Horizon Zero Dawn mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby auf Schwer und HDR und weiß nicht, bei einem großen Monster. Ein Riesendonnerkiefer. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Let's go. Richte dich! Es brennt. Die Verderbnis wird nicht siegen. Nö. Nicht bei mir. Die Verderbnis wird nicht siegen. Entschuldigung. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Ich werd nicht siegen! Euch gibt's ja auch noch was anderes. Uiuiui. Ja. Erledigt es! Oder ich werde sterben. Ui, ui, ui. Ungläubig und verdammt! Du
Verderben! Oh. Wenn ich jetzt sterbe. Die Göttin richte dich. Okay, geht doch. Alter. Aloy hat's geschafft. Wir haben nur geholfen. Okay. Oh, da liegen noch ein paar Sachen. Was ist das? So, man weiß ja nie, was einen erwartet, als erstmal alles sammeln. Oh, Kohlenstoffbeutel ist voll. So schwer war es ja jetzt eigentlich doch nicht. Nur man, ich bin jetzt wegen Blödheiten gestorben. Also einmal, weil da diese blöde Vorratskiste mich nicht wegrollen lassen hatte. Und die andere Male weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber eigentlich auch doofe Tote. So, hi. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Audiofehler. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampfwahl. Es kommen noch mehr. Blöder Regen, würde ich sagen, oder? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Ja, wir sorgten dafür. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Ich habe gerade gemerkt, wo dann der Text unten kam, zum Lesen, aber kein Gesprochenes. Sein Mund hatte sich aber auch nicht bewegt, als er hatte gar nicht gesprochen. Hä? Okay. Oh, das geht noch einmal, die Evakuierung. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Jetzt redet er allerdings, aber ohne Ton. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Mir tut alles weh, aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Okay, wir reden später. Falls wir reden. Bestimmt.
Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. So. Rede mit Tersa. Ich würde es ehrlich gesagt lieber speichern. Einfach nur mal so. Hier können wir nicht speichern. Um einfach mal das Spiel neu zu laden. Vielleicht haben wir da auch wieder ein bisschen mehr Ton. Ich weiß echt nicht, woran das jetzt liegt. Ob das am Regen liegt oder an der Musik im Hintergrund. Wie gesagt, sonst hatten wir nie Musik im Hintergrund im Spiel. Kaum haben wir Musik im Hintergrund, haben wir die Probleme. Oh, weit weg das letzte Lagerfeuer. Hier vor den Toren. Oh, was Blaues vergessen einzusammeln. Unfassbar. So, einmal schnell speichern, einmal manuell. Das machen wir jetzt einfach mal. Yep. Unser letztes manuelles Speichern schon lange her. Oh, 280 Schritte. Das ist jetzt doch so weit weg gewesen. Ach so, ja, klar. Natürlich, ich habe ja gespeichert, weil ich das Spiel neu laden wollte. Okay, ein Moment bitte. Ich bin gleich wieder da. So, wieder geladen. Deswegen hoffe ich, es funktioniert jetzt wieder alles. Ach, guck mal, jetzt hat er hier sogar was Blaues. Vorhin hatte der was Weißes. Danke für das Läuferherz. Du hattest auch vorhin was Weißes, jetzt ist es grün. Aber können wir nicht mitnehmen. Okay, Musik läuft immer noch. Der Regen ist jetzt hier unten zwar weg, aber es war auch, wie wir runtergelaufen waren. Los, Aloy! Lauf, Forest! Lauf, Aloy! Was war das denn jetzt schon wieder? Habt ihr das gehört? Klang maschinell. Ich hoffe, dadurch ist jetzt nicht der Fehler wieder gekommen. Bunker entdeckt, Urmutter. Jetzt haben wir hier einen Bunker, okay. Uiuiui, es hängt ziemlich. Möge die Gattin die Schützensucherin. Möge sie die schützen, die von uns noch übrig. Die Urmutter hat die Nora verlassen. Unser Stamm. Ui, warum hängt das hier auf einmal so extrem? Ach, hier auf der anderen Seite waren wir ja schon. Aber vielleicht gibt es hier was Neues. Etwas, was wir vorher hier nicht machen konnten, wisst ihr? Na gut, ich glaube, hier ist dann nichts. Trotzdem gehe ich mein altes Schlafgemach mal rüber. Mal schauen. Keine Sorge, ich bin da. Hey, ist mein Bett. Raus da. Ja, die ganzen Kinder sind hier ganz hinten. Okay, finde ich gut. Hier geht's nirgendwo hin.
Na gut, ich glaube, hier wird es sowieso nichts mehr geben. Jetzt hängt es nicht mehr, komischerweise. Es musste wohl alles laden. Sie ist wieder da. Ja, da bin ich. Aloy, du bist zurück. Tab? Aloy, du bist wieder da. Die Sucherin ist zurückgekehrt. Ich weiß nicht, wie du da draußen überleben konntest. Sprich mit uns. Nicht mal Nakoa hätte das geschafft. Du Narren, du heißt einen Fluch willkommen. Komm, Sucherin, wir haben viel zu bereden. Dass sie hier ist, ist bereits Blasphemie. Dich würde ich auch gerne mal umbringen. Also, bist du nun zurückgekehrt? Pff, nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Du hältst mich nicht auf. Ignoriere sie und steige durch die Luke. Ich ignoriere sie. Sie ist ein lebender Fluch. Sie ist unser Ende. Entschuldigt mich. Aloy! Besprecht das unter euch. Identiscan wird durchgeführt. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sorek. Bitte treten Sie durch. Jetzt werden alle Augenzeuge. Voll ins Licht hier. Und tschüss. Willkommen bei Eluxia Zelle 9 und 1. Eine Eluxia-Zelle, siehst du an. Deswegen kam ich hier heraus. Du bist also drin. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Ja, das ist total verschlossen, da kommen wir nicht durch, da können wir lang. Ui. Sieht noch relativ gut erhalten aus. Ach, guck an, Graffiti hat es sogar hier runter geschafft. Das ist also Eluthia. Hier wurde ich geboren. Hier wurdest du gemacht. Hör's jetzt mal auf. Gestrandete Figur erhalten, was ist das denn? Das gemalt. Sucht Schutz hinter den Roboter, den Clown oder was?
Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Kann man das scannen? Nee. Achso, die Tür da im Hintergrund. Das sind also künstliche Gebärmütter? Die Mütter einer neuen Generation, hunderte von Jahren alt. Und ich? Du bist 300 Jahre alt. Geil, hier ist alles noch intakt. Das hier ist ein Aufzug, würde ich sagen, ne? Hier können wir was scannen. Hier sogar auch. Textprotokoll. So, was haben wir denn hier? G-Station. E9B1, Aufgabenzuteilerzeugungsphase abgeschlossen. Korrektur. Partille Reaktivierung. Wartezustand. Warnung. Entwicklungsfähige Zygoten. Speicher 0. Okay. Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Aber warum? Das lesen wir uns erstmal durch. Ektogenesenkammer. Geburt protokolliert. 3021 AP04. Aufgabenzuteilung Nummer bla bla bla. Abgeschlossen. Wartezustand. Was heißt hier aber warum? Um neues Leben zu erschaffen. Warum kann ich das Riesending hier nicht scannen? Der Fuchs, wie der lächelt, wie süß. Und dann kommt Rot irgendwie. Das ist dann ein Hades, oder? Und macht alle traurig. Während Gaia alle glücklich macht unter einem Schutzschirm beschützt. Oh, eine Katze. Wer hat das hier hingemalt? Wer kam hier rein? Oder habe ich das hier dran gemalt, während ich hier drin geboren wurde? Bevor ich rausgefunden habe. Greife ich der Geschichte vor? Ich weiß es nicht. Mein Kopf überschlägt sich immer von Ideen, wenn ich hier sowas sehe. Kindergrippe. Kindergrippe. Aufgabenzuteilung Aufzuchtphase abgeschlossen. Der Stoffspeicher leer. Oh. Deswegen werden wahrscheinlich keine neuen Kinder hier produziert. Das sieht aus wie Kinderwiegen. Wo denn? Die Wiegen der Ursprungsanlage. Diese Dinger. Die Multiservitoren. Sie haben sich um sie gekümmert? Es war niemand anders da. Ja, tatsächlich, hier sind diese Rippen, sogar sehr viele. Oh, guck mal, da unten gibt es sogar so einen Kinderspielplatz. Da oben auch. Okay. Ich finde es echt mega interessant hier. Der Spielplatz hier, die Spielsachen hier sehen auch aus wie neu, während hier alles draußen drumherum voll mit Leidenschaft gezogen wurde. Aber trotzdem ein bisschen besser erhalten als woanders.
Diese blauen Roboter, sind diese Multis, nicht Multidings. Das waren diese Dinger hier. Rot drumherum. Und die haben die Kinder beschützt. Die waren quasi die Mütter, diese Multis und Dingsterbumster. Und einer wurde böse. Wurde irgendwie verdorben. Und hat dann eher Trauer und Leid mitgebracht. Oder so. Hier ist noch mehr zu sehen. Ein Video. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder. Zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit. Okay. Oh je. Da ging wohl auch ein bisschen falsches Wissen an die Kinder, hm? Immerhin, die hatten Wissen über Hunde, Katzen, Rehe, kaputte Menschen, glaube ich, Bienen. Okay. Ja, irgendwas ging schief. Ob die Kinder da dran Schuld tragen? Blau ist die Farbe des Himmels. Weiß ist die Farbe der Wolken. Gelb ist die Farbe der Sonne. Grün ist die Farbe von Gras. Blumen haben alle Farben. Sieh mal her. Bienen sind gelb und schwarz und sie lieben Blumen. Und sie kommen. Na gut, bevor die Kinder natürlich raus durften, mussten die natürlich erstmal alt genug sein, ne? Aber hätten die Roboter-Damen, sage ich jetzt mal, nicht auf die aufpassen können draußen? Und hier haben sie gelebt? Was für ein Chaos. Alles ist kaputt oder beschmiert. Wie lange haben sie hier gelebt? Kindergarten. Warnung, mehrere Systemfehler, Warnung, Nährstoffspeicher leer. Die Kinder haben bestimmt so ein bisschen was kaputt gemacht. Dadurch ging wahrscheinlich was schief. Auch vom Wissen her oder sowas. Die Anfangskinder haben bestimmt das ganze Wissen mitbekommen. Manche waren wohl verleitet, das Wissen auch wieder falsch anzuwenden, nehme ich mal, ne? So wie der eine, er will der König sein. Er wollte nicht mehr auf sie hören, wurde rebellisch. Kinder, jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Verschwinde. Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch. Du klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Was ist denn das für eine Bestrafung? Oh ja, Jugendliche. Wenn die hier so festgehalten werden müssen, das ist dann natürlich nicht so prima. Ist klar, dass sie dann irgendwann was aushecken und rebellisch werden. Da haben die wohl nicht gedacht, wie sie das hier alles erschaffen haben. So, hier hinten ist auch nichts. Und der Wecker klingelt. Das heißt, erst im nächsten Teil sehen wir, was hier passiert ist. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Vergesst kein Däumchen nach oben und ein Abo. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Teil wieder bei Horizon Zero Dawn mit mir von eurem YouTube. Let's Plays als Hobby. Und ja, viel Spaß auch noch mit meinen anderen Let's Plays. Euer von eurem YouTube. Tschüss.